Die Maas, auf Französisch Meuse, fließt durch Frankreich, Belgien und die Niederlande und hat eine Länge von 874 Kilometern. Die Maas mündet in den südlichen Hauptstrom des Rhein-Maas-Deltas, der in die Nordsee fließt, und gehört damit zum Flusssystem des Rheins. Der weitaus längste Nebenfluss vom Rhein. Sie ist Namenspatin von dem drittgrößten Rheinfluss, die Mosel, und von Maastricht, der Stadt. In Pouilly-en-Bassigny in Frankreich entspringt die Maas auf 409 Metern. Sie bildet die Grenze zwischen den niederländischen Provinzen Gelderland im Norden sowie Nordbrabant im Süden. Sie mündet als Ammer in das Hollandsdiep, eine ehemalige Meeresbucht, die heute Teil des südlichsten Mündungsarms des Rheins darstellt. Die Maas in Maastricht. Sie ist die Namenspatin von der Stadt Maastricht. Und dort senkt auch eine Schleuse die Schiffe 2 Meter in den Stadthafen Bassin ab. Man kann eine circa einstündige Bootsfahrt auf der Maas entlang der Stadt buchen, die an der historischen San-Servatius-Brücke, an einem Teil der Wallanlage, an dem Gouvernementgebäude sowie am St.-Petersberg vorbeiführt. In der Nähe der belgischen Grenze wendet das Schiff und kehrt zum Maastrichter Stadtzentrum wieder zurück. Die St.-Servatius-Brücke ist eine schöne Steinbrücke aus dem 13. Jahrhundert und einer der charakteristischsten Bauwerke von Maastricht. Die Römer bauten eine Brücke, um die beiden Ufer der Maas zu verbinden. Als diese Brücke im Jahr 1275 zusammenbrach, wurde sie mit steinernden Bögen wieder aufgebaut. Die Brücke erhielt erst 1930 den Namen St.-Servatius-Brücke. Vor dieser Zeit gab es keine anderen Brücken über die Maas, also wurde sie schlicht als die Brücke bezeichnet. Im belgischen und niederländischen Abschnitt ist die Maas für die Großschifffahrt ausgebaut. In Lüttich zeugt der am 30. Juli 1939 eröffnete Albertkanal von der Maas nach Antwerpen ab. Diesen muss die Maas-Schifffahrt nehmen, da ein weiteres Befahren der Maas hier nicht möglich ist. Im niederländischen Abschnitt wird mit insgesamt 7 Staustufen eine Mindestfahrwassertiefe von 3 Metern gewährleistet. Seit 1822 ist die Grenzmaß der Flussabschnitt zwischen Maastricht und Ohe en Lac für die durchgehende Schifffahrt nicht mehr schiffbar. Doch nimmt die Schifffahrt von Maastricht bis Maasbracht den parallel zum Maas anliegenden Julianakanal. Der Maas-Waal-Kanal verbindet die Maas bei Nijmegen mit dem Rhein. Im Dezember 2016 wurde der Schiffsverkehr für einen Teil der Maas für 4 Wochen lang komplett gesperrt, nachdem das deutsche Tankschiff Maria Valentine mit 2,5 Millionen Liter Benzin im Nebel das Stauwehr bei Grave durchbrochen und zerstört hatte. Auf diesem Streckenabschnitt verkehren jährlich etwa 9000 Schiffe. Durch die Sperrung wurden die größeren Schiffe über Antwerpen umgeleitet, während die kleineren Schiffe über die Sint-Willemsvaart umgeleitet wurden. Die Reparatur der Staustufe konnte im Juli 2017 abgeschlossen werden. Trotzdem beziffert die Reichswaterstadt den Schaden auf mindestens 20 Millionen Euro. Für den mathematischen Teil haben wir vor, auszurechnen, wie viele Kalorien wir verbrennen, wenn wir entlang der ganzen Maas mit dem Fahrrad fahren. Der Fahrradweg beträgt ca. 1000 Kilometer und man verbraucht ungefähr 400 Kilokalorien, wenn man 20 Kilometer ohne Steigung mit dem Rad fährt. Und da man entlang der Maas keine besonderen Steigungen findet, trifft dies zu. Um von 20 Kilometern auf 1000 Kilometer zu kommen, haben wir 20 Kilometer mit 50 multipliziert. Das gleiche haben wir mit 400 Kilokalorien gemacht. Deshalb haben wir schlussendlich herausgefunden, dass man 20.000 Kilokalorien verbraucht, wenn man die komplette Strecke der Maas mit dem Rad zurücklegt. Jetzt wollen wir wissen, wie viele zusätzliche Pizzen und Döner man dabei essen darf, ohne zuzunehmen. Eine Pizza hat ca. 62 Kilokalorien, also haben wir 20.000 durch 260 geteilt. So haben wir herausgefunden, dass man ungefähr 77 Pizzas essen darf, ohne zuzunehmen. Ein Döner hat ca. 775 Kilokalorien, also haben wir 20.000 durch 775 geteilt. Dabei haben wir herausgefunden, dass man ungefähr 26 Döner essen darf, ohne zuzunehmen.